darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute sehen Sie die Geschichte dieses Nummernschildes. Charlie, auch mal wieder hier? Ja, sind heute früh von Rotterdam gekommen. Immer noch Niedrigwasser. Haben ganz schön mitgehalten müssen, damit die Kähne nicht auflaufen. Drei kurze für uns und drei alte. Was trinkst du, Willi? So früh am Morgen trinke ich gar nichts. Dann rauch dir eine Zigarre auf meiner Rechnung, eine schöne Sumatra. Danke. Na, wie ist dir denn der Abend bekommen von der Woche? Och. Oh, du warst doch ganz schön blau, du. Der ist mir ganz schön gekommen. Oh, bitte. Übrigens, Charlie, ich hab noch was für dich. Ja, ist schon gut. Erstmal Prost. Prost, Charlie. Und da steht noch auf, Charlie. Ja, ja, das waren die Lokalrunden. Mindestens 9, du. So viel? Ja. Naja, 154 Mark. So viel Geld möchte ich auch mal versaufen können. Mensch, das ist aber viel. Ehrenwort, das ist kein Pfennig zu viel. Du warst mächtig in Stimmung damals und hast uns alle freigehalten. 20, 40. 40. Was ist das denn für Geld? Französisches. 100 Francs sind 80 Mark, 200 Francs sind 160 Mark. Ich lasse dir die beiden Scheine hier, die tauscht dir jede Bank um und 6 Mark machst du dabei plus. Naja, die sind dann für die drei kurzen und für die drei alt. Ja, so stimmt's dann. Prost. So, Charlie. Tja, dann will ich mal wieder gehen. Was willst du schon wieder gehen? Hab viel zu tun. Wollte nur meine Schulden bezahlen. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss, Charlie. Ob die echt sind? Na, und ob die echt sind, du. Der Charlie, der macht ganz schöne Geschäfte in Frankreich, in Holland und überall. Der hat eine ganz schöne Stange Geld verdient, du. Womit? Na. Natürlich, Grosser, kommen Sie gleich rüber. Ich diktiere Frau Lamers gerade die Statistik für das Innenministerium. Wir sind gleich fertig. Den Schlusssatz haben wir üblich. Anlagen, Monatsbericht über Kapitalverbrechen im Bereich des Landeskriminalamtes und so weiter und so weiter. Kommen Sie rein, Herr Grosser. Guten Morgen, Herr Doktor. Da, was gibt's? Habt ihr eine ganz interessante Neuigkeit? Einer von unseren V-Leuten, dieser Holthaus, rief mich heute Morgen an. Ich habe mich vorhin mit ihm getroffen. Holthaus also war heute Morgen in einer Kneipe im Hafen. Da kommt doch dieser Karl Elfes herein. Elfes? Elfes? Ist das nicht dieser Charlie, der in die Sache Bauer verwickelt war? Richtig. Holthaus sagte, er wäre erfahren, dass Charlie in letzter Zeit gute Geschäfte mit Waffen gemacht hat. Er will wissen, dass Charlie MPs verkauft hat, die mit französischem Geld bezahlt wurden. Was uns dieser Holthaus bisher gebracht hat, hat doch meistens gestimmt. Eben. Deswegen bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen. Diese Meldung deckt sich doch mit unseren Informationen aus Neuss und Duisburg, die besagen, dass hier bei uns MPs unter die Leute gebracht werden. Soeben aus Brüssel eingelaufen. Wir sollten das alles mal mit Zillig durchsprechen.
Tag, Willem, na? Du siehst gut aus. Hast du zugenommen? 4 Wochen Straßburg. Meine Mutter hat mich wieder mal verwöhnt. Hast du nicht mehr Gepäck? Habe ich aufgegeben. Hast du denn nichts mitgebracht? Doch, alles im Koffer. Du hast Nerven. Hast du Schwierigkeiten gehabt an der Grenze? Nein, nicht. Und wie geht es Marcel? Gut. Seid ihr gut untergekommen? Marcel wohnt im Hotel und ich privat. Naja, du bist ja auch schon 4 Wochen länger hier. Und wo wohne ich? Ich habe dir ein Hotelzimmer bestellt. Gute Mittelklasse. Unauffällig. Gut. Dann rufen wir zuerst Marcel an und dann treffen wir uns mit ihm. Mhm. Also diese Meldung aus Brüssel gefällt mir gar nicht. Die Kollegen in Brüssel meinen also wirklich, dass die Bande, die vor 8 Wochen in Marseille die Handelsbank überfiel, sich nach hier abgesetzt hat. In Marseille waren es 3 Leute und die Brüsseler haben über Interpol erfahren, dass einer davon angeblich ein Holländer ist. Denn dieser Mann taucht unter 3 verschiedenen Namen auf. Einmal nennt er sich Zwarte Porte, dann wieder Flaten oder Flatten. Doch der Name Nessele kommt vor. Der Überfall in Marseille war jedenfalls generalstabsmäßig vorbereitet. Ich habe darüber einen Bericht gelesen und ich muss sagen, perfekt. Herr Grüsser, ich denke daran, und das wissen Sie doch auch, dass die Kripo in Marseille nachweisen konnte, dass bei diesem Überfall MPs verwendet wurden. Und dieser Charlie hat angeblich MPs hier bei uns unter die Leute gebracht. Beim Lohngelderüberfall in Mailand waren es wie in Marseille ebenfalls 3 Täter und ebenfalls MPs. Ja, ich weiß nicht, ob man daraus voreilig Rückschlüsse ziehen soll. Jedenfalls sollten wir uns auf irgendetwas vorbereiten. Meiner Meinung nach haben wir es hier mit ausgekochten Berufsverbrechern zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Gegend für solche Leute auch mal ganz interessant ist. Oder aber die Leute von hier imitieren die Überfälle von Mailand und Marseille. Schließlich haben die Zeitungen so ausführlich darüber berichtet, dass die Vermutung naheliegt. Ich werde jedenfalls heute noch Tacheles reden mit Charlie Elvis. Na, wenn er wirklich verkauft hat, braucht er uns ja nur die Namen zu nennen, an die er verkauft hat. Erzähle ich, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wenn diese Waffen tatsächlich von der Elfe stammen, dann stecken verschiedene Mittelsleute dahinter. Nein. So schnell werden wir der Sache nicht auf die Spur kommen. Vorausgesetzt, wir haben es wirklich mit internationalen Berufsverbrechern zu tun. Frau Lamers, trinken Sie auch noch eine? Gerne. Danke, ja. Könnten wir noch 3 Tassen Kaffee haben, bitte? Ja, ich setze sofort Wasser auf. Danke. Müsst ihr einfach mal durchdenken, wie könnte so ein Überfall bei uns aussehen? Und welche zusätzliche Vorkehrungen müssten wir treffen? Hallo, Charles. Schön, dass du da bist. Hatte fast schon Sehnsucht nach dir. Gute Reise gehabt? Ja. Ist das da Duisburg? Oberhausen. Duisburg ist da. Und da hinten ist irgendwo der Rhein. Wem hat gesagt, du hast schon was besorgt? Ja, war ein Gelegenheitskauf. Sehr preiswert. Idiot. Was hat er denn? Ich musste ihm doch sagen, dass du das Ding gekauft hast. Ich war ja gleich dagegen. Ich hab's doch nur gut gemeint. Wir haben doch die Waffen immer erst in letzter Minute besorgt. Wo sind denn die Dinger? In meinem Koffer. Maschinenpistolen im Hotel? Ihr seid wohl verrückt. Italienische MP-Schal war ein günstiges Angebot, deswegen hat er sie gekauft. Ich glaube nicht, dass er was falsch gemacht hat. Naja, ich kann den Kauf ja sowieso nicht mehr rückgängig machen. Aber in Zukunft weißt du Bescheid. Dafür läuft alles andere. Ich habe alles gut vorbereitet. Besser geht's gar nicht. Was machst du? Mhm. Ich lass mich überraschen. Gehen wir ein Stück, ist ja eine schöne, ruhige Gegend. Ja, wie ein Kurort. Um nochmal die Fahrzeuge zurückzukommen. Wenn wirklich was passiert, sehe ich keine Möglichkeit, dass einer unserer Wagen garantiert innerhalb von 30 Sekunden die Verfolgung der Bande aufnehmen kann. Ja, vorausgesetzt, der Wagen der Täter ist überhaupt bekannt. Ja, gut, nehmen wir einmal an, wir kennen die Nummer. Bitte nehmen wir das einmal an. Wir haben in Düsseldorf ungefähr 500 Funktaxis, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Das ist richtig, Herr Grosser. Die Taxis brauchen gar nicht die Verfolgung aufzunehmen. Sie brauchen nur ständig durchzugeben, wo sich das
gesuchte Fahrzeug im Augenblick auffällt. Ja, theoretisch ist das möglich. Man müsste nur die Taxizentrale an unsere Funkleitstelle anschließen. Na, das werden die Kollegen von der Schutzpolizei schon hinkriegen. Setzen Sie sich doch mal mit denen in Verbindung. Wir hätten da mit einem Schlag eine ganz schöne Verstärkung. Ich werde mich sofort um die Sache kümmern, Herr Doktor. Ja, und ich werde den Leiter der Taxizentrale anrufen, ihm sagen, dass einer von uns vorbeikommt. Das muss doch langweilig sein, immer auf so einem Schiff. Der hat seinen Beruf und du hast deinen. Du, ich muss dir noch erzählen wegen heute Abend. Ah, ich kenne die Geschichte schon. Dann erzähl du sie doch. Ja, dann wissen wir gleich, was er behalten hat. Die Dame heißt Leni Möller, ist 34 Jahre alt, hat einen Modesalon, viertürigen Wagen, Baujahr 61, wohnt in der Lipperstraße 26 und ist nicht gerade mein Typ. Das spricht für die Dame. Aber Wilma hat sie rumgekriegt. Hat sie Zeit, mit dir nach Kopenhagen zu fahren? Ja, wir haben schon alles vorbereitet. Sie glaubt, dass ich Industriedolmetscher bin, 900 Mark im Monat verdiene, sie verdient vielleicht noch 1500. Wir machen selbstverständlich getrennte Kasse. Das ist sehr gut. Gerne. Hey, heute Abend stelle ich euch vor. Ich hoffe, ihr macht einen gut bürgerlichen Eindruck. Das mag sie nicht. Das liegt bei Marcel. Hm? Das war für heute die letzte Kundin. Kann ich dir was helfen? Wie du siehst, bin ich schon fertig. Wie du das wieder garniert hast, das könnte ich nie. Dafür kannst du andere Sachen, die ich wieder nicht so kann. Die beiden sind also richtige Franzosen. Sprechen sie denn auch Deutsch? Sie sind Lothringer, die sprechen alle Deutsch. Ein bisschen Französisch kann ich ja, aber nicht viel. Merci bien, merci beaucoup, à votre santé. Bemühe dich nicht. Wem sagt, sie sprechen sehr gut Deutsch. Und sind Sie auf Urlaub hier? Nein, Sie sind Techniker. Sie wollen sich hier umsehen, neue Verfahren kennenlernen oder wie man das nennt. Sie sind auf Einladung einer Firma hier, die Kessel für Industriemüllverwertung herstellt. Oder das hängt mit der EWG zusammen. Bleiben Sie für immer? Nein, nein, ich 3 oder 4 Wochen, aber so genau weiß ich das nicht. Und wie heißen Sie? Ich kenne nur Ihre Vornamen. Marcel und Charles. So, und jetzt gehe ich mich umziehen. Beeil dich bitte. Hallo, Elvis. Guten Tag, Elvis. Na, wie geht's denn immer? Ach, Herr Grosser, was verschafft mir die Ehre? Ach, ich habe nur ein paar Fragen. Wenn ich Ihnen helfen kann, bitte. Wir haben da was läuten gehört, Charlie. Zigarette? Danke. Muss ja nicht stimmen, aber ich dachte mir, ich frage Sie gleich selbst. Fragen Sie. Ist es möglich, dass Sie in letzter Zeit MPs aus Rotterdam mitgebracht haben? Herr Groscher, Sie wissen genau, dass ich nach der Sache mit Bauer kein heißes Eisen mehr anfasse. Ich bin doch nicht blöd. Das hat ja auch keiner gesagt, ich frage ja nur. Wissen Sie, Elvis, wenn wirklich jemand MPs kauft, dann gingen die irgendwo und irgendwie mal los. Das wollen wir verhindern. Und Sie sollten uns dabei helfen, dachte ich mir. Da sind Sie falsch gewickelt, Herr Kommissar. Mit MPs habe ich nichts zu tun. Sie müssen ja nichts damit zu tun haben. Vielleicht haben Sie sie nur weitergegeben. Oder Sie wissen, wer wem MPs weitergegeben hat. Tut mir leid, Herr Grosser. Diesmal kann ich Ihnen leider nicht helfen. Na gut. Trotzdem habe ich keine Veranlassung, Ihnen zu glauben. Sie haben uns schon mal reingelegt. Meine Telefonnummer kennen Sie, vielleicht überlegen Sie sich's noch. Rufen Sie mich bis morgen an, es passiert Ihnen nichts. Wir wissen, dass hier MPs weitergegeben wurden. Und wir glauben, dass Sie dahinter stecken. Das ist eine Verleumdung, Herr Kommissar. Kann leicht sein, dass wir Sie mal holen lassen, damit Sie beweisen können, dass Sie die MPs nicht verkummelt haben. Aber es ist dann vielleicht schon zu spät, Charlie. Ich rate Ihnen, überlegen Sie sich das mal gut. Sie wissen, wo Sie mich erreichen können. An alle Düssel, Lerche. Kölner Landstraße 192. Zwei Täter wurden an K-Wache überstellt. Dritter Täter flüchtig. Beschreibung: 1,85 groß, blond, ovales Gesicht, blaue Augen, ungefähr 30 Jahre alt. Täter ist bewaffnet.
Schlüssel. Eben kam Lerche durch. Also Raubüberfall. Zwei Täter wurden durch die Schutzpolizei der K-Wache überstellt. Der dritte ist flüchtig. Präsidium. Die Sache lief gut für uns. Düssel 35 war gleich zur Stelle. Aber einer ist flüchtig. Der wird nicht weit kommen. Einer von denen hat bereits den Namen genannt. Es handelt sich um drei Ausländer. Und die wollten also einen Tresor knacken. Wie viel waren drin? 92.000. Glauben Sie, dass dieselben Leute sein könnten, auf die wir uns in den letzten Tagen vorbereitet haben? 92.000 sind natürlich kein Pappenstiel, aber... Für Spezialisten vielleicht doch zu wenig. Ihr Freund scheint an Vitaminmangel zu leiden. Wie kommen Sie darauf? Macht er diesen Eindruck? Sie sehen ja, nichts Grünes ist vor ihm sicher. Unterschätzen Sie nicht. Er ist kein Vegetarier. Ich habe ihn auch nicht so eingeschätzt. Er ist ein ausgezeichneter Techniker und guter Kollege. Gefällt es Ihnen in Oberhausen? Es verspricht, ein netter Abend zu werden. Bei Leni ist es immer schön. Sie hat viel geschafft. Innerhalb von 2 Jahren hat sie sich den Modesalon aufgebaut. Alle haben ihr abgeraten, aber das Geschäft geht prächtig. Ich mag Leni sehr. Ich weiß. Trinken wir auf Leni. Na, wollt ihr beiden überhaupt nicht tanzen? Oh, dachte ich. A votre santé, wie man bei Ihnen sagt. Sie verwechseln mich, ich bin kein Franzose, ich bin Holländer. Herr Roland hat noch nicht einmal mit mir getanzt. Das lässt sich sicher nachholen. Außerdem kommen die beiden Herren jetzt öfter zu mir. Ich mache Übersetzungen für sie. Aber die sprechen doch sehr gut Deutsch. Wir sind aus Lothringen. Nur wenn es um technische Dinge geht, muss ich Ihnen ein bisschen nachhelfen. Sie sind sehr fleißig. Oh, sehr ist übertrieben, aber von nichts kommt nichts. Ich wohl Herrn Roland mal zum Tanz auffordern darf. Und da wird aber eine Freude haben. Hey Marcel, sei nicht so faul, tanz mal mit Fräulein Helga. Darf ich bitten? Meine Damen und Herren, Sie jetzt aber Glück gehabt. Die Polizei bittet um Ihre Aufmerksamkeit für eine Durchsage. In den Mittagsstunden des heutigen Tages wurde ein Raubüberfall auf die Geschäftsräume einer Düsseldorfer Baufirma verübt. Zwei der Täter konnten gestellt werden, der dritte Täter ist flüchtig. Bei dem flüchtigen Täter handelt es sich um den österreichischen Staatsangehörigen Adolf Dvorak, 32 Jahre alt, 1,85 Meter groß, blond, ovales Gesicht, blaue Augen. Sachdienliche Mitteilungen nehmen alle Polizeidienststellen entgegen. Die Kriminalpolizei macht darauf aufmerksam, dass der flüchtige Täter bewaffnet ist. Ist er wie in Chicago? Das kann man wohl sagen. Was hier täglich in den Zeitungen steht, da kann man sich nur wundern. Macht es bequem. Wie viel bezahlst du für das Zimmer? 18 Mark. Brauchst du Geld? Danke, ich hab noch. Musst es nur sagen, Wilma hat heute früh genug eingewechselt. Wo ist denn das Zeug? Da. Wer ist da? Komm rein. Tag, Marcel. Tag. Tag, Charles. Ich habe Lenis Wagen und wir könnten irgendwohin rausfahren. Später. Und dann nehmen wir das hier mit. Sowas gehört nicht in ein Hotelzimmer. Ja, ist gut. Ich weiß auch, wohin damit. Und zwar? Ich kenne da einen alten Bunker am Bahndamm. Da kommt bestimmt keiner hin. Blödsinn. Gepäck auf Bewahrung am Hauptbahnhof. Ihr sollt keine scharfen Sachen trinken. Wenn alles vorbei ist, holen wir das in Kopenhagen nach. Nun erzählen Sie mal, Charlie. Was ist Ihnen in der Zwischenzeit eingefallen? Unser Gespräch da gestern am Schlepper. Das ist mir doch an die Nieren gegangen. Nun nicht gleich übertreiben, Charlie. Doch, doch, Herr Kommissar. Ich weiß genau, dass ich nur Bewährung habe. Und wenn Sie mich im Verdacht haben, Mahlzeit. Was können Sie mir also sagen, dass Sie nicht mehr verdächtig sind? Das ist ganz einfach. Mit den MPs. Das stimmt. So, das stimmt also. Und an wen haben Sie die MPs verkauft? An einen Kirmesmann in Bingen. Wieso Kirmesmann? Ja, der verkauft sie in seiner Bude. 300 Stück habe ich ihm geliefert.
Hier kosten die Dinger im Einkauf 40 und ich habe sie ihm so für 4 Mark abgegeben. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Charlie? So was tue ich nicht, Herr Grosser. Ich habe Ihnen gleich mal so ein Ding mitgebracht. Konnte ich in Rotterdam preisgünstig kaufen, stammen aus Japan. Spottbillig. Lassen Sie den Quatsch. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie nur Spielzeug-MPs verkauft haben. Doch, das haben natürlich welche gewusst und ich habe sie auch überall erzählt. Und manche haben geglaubt, das wären echte MPs gewesen. Und dann gibt es welche, die wollen mir was anhängen und haben gesagt, der Charlie macht jetzt in Waffen. Man hat überall seine Feinde, Herr Kommissar. Und einer von denen hat es Ihnen zugetragen. Und das ist noch einer von Ihren japanischen Spielzeug-MPs? Nee, die habe ich mir heute Morgen besorgt, um Ihnen zu zeigen, wie so ein Ding aussieht. Charlie, ich habe so das Gefühl, Sie wollen mich wieder mal reinlegen. Nein, Herr Kommissar. Ich wollte Ihnen doch bloß helfen. Ihr seid also einverstanden? Ja, ich finde auch. Nicht in der Hauptverkehrszeit. In Marseille war es aber am Nachmittag. Fand ich nicht schlecht. In Düsseldorf ist das anders. Nach den Vorbereitungen, die Wilhelm getroffen hat, wird die Sache so aussehen. Anfahrt gegen 11 Uhr. Wilhelm bleibt im Wagen. Wir haben höchstens eine Minute Zeit. Eine Minute? Ist nicht viel. Das müssen wir noch üben. Was? Anfahren, aussteigen, reingehen, rauskommen, einsteigen, abfahren. Meinst du? Also der Ampelrhythmus muss noch genau festgestellt werden. Vormittags, die wechseln ja öfter die Schaltzeit. Sobald wir mit dem Wagen über die erste Kreuzung sind, sofort in den normalen Verkehr einordnen. Genau 50 fahren, es muss so normal aussehen wie nur möglich. Aha. Ich habe ausgerechnet, bis zum Parkplatz brauchen wir mit allen Umwegen ungefähr 11 Minuten. Und wenn kein Platz frei ist? Da ist immer was frei. Und wenn doch keiner frei ist? Bist du so lange rumkurven, bis einer rausfährt? Ich werde mir den Platz morgen selbst noch ansehen. Dann kann ich dir auch gleich den Lagerraum zeigen. Gut. Wir werden also morgen den ganzen Tag in Düsseldorf sein. Marcel wird die Ampeln beobachten und feststellen, wie viele Wagen im Durchschnitt zwischen 11 und 11.30 Uhr vorbeikommen. Wir sehen uns die anderen Plätze an und dann entscheiden wir, ob die Sache übermorgen steigt oder erst in einer Woche. Wäre schon ganz gut, wenn es übermorgen klappt. Ich möchte die Urlaubsreise nicht gern verschieben. Das Mädchen wird sonst sauer. Das wäre auch kein Malheur. Moment. Wenn die Urlaubsfahrt platzt, das wäre sehr schlecht. So ein Transportmittel für die Ware findet sich so schnell nicht wieder. Es muss eben übermorgen klappen. Wenn Marcel dann über Wien nach Kopenhagen fliegt, könnten wir zu gleicher Zeit dort sein. Vorausgesetzt, du kriegst einen Anschluss in London. Daran zweifle ich nicht. So, und du bringst die MP jetzt weg. In 10 Minuten ist Schluss. Ihr könnt jetzt aufhören, damit Gertrud noch aufräumen kann. Ich bin gleich soweit. Wir müssen noch durchsprechen, was nächste Woche zu tun ist. Fahren Sie nun wirklich übermorgen nach Kopenhagen? Ja, übermorgen. Ich freue mich schon sehr. Diese 8 Tage werden mir sehr gut tun. Sie haben auch mindestens 2 Jahre keinen Urlaub mehr gemacht. Tja. Also, am Montag kommt Frau Kästner. Ich habe ihr schon gesagt, dass Sie die Anprobe machen. Am Nachmittag holt sich Frau Direktor Stein ihr Kostüm ab. Sie wird es noch mal überziehen, aber ich glaube, da gibt es keine Beanstandung. Am Dienstag und am Mittwoch, da ist eigentlich niemand vorgesehen. Ach, bitte denken Sie doch daran, dass am Montag, wenn der Tapezierer kommt, dass er zuerst das Zimmer von Herrn Fladen macht, damit die Tapete trocken ist, wenn er wieder zurückkommt. Ja. Okay. Also nehmen wir mal an, du verfolgst da irgendeinen, der passiert was. Kann das sein, oder? Wer kommt denn dafür auf? Du natürlich. Aber ich bin doch sozusagen dienstlich unterwegs, im öffentlichen Interesse. Bevor die nicht ein zweites Merkblatt herausgeben, kommt das für mich überhaupt nicht in Frage. Das sollen die erstmal grundsätzlich klarstellen. Da steht auch von Verfolgung gar nichts drin. Da steht nur, dass die Taxifahrer gebeten werden, im Falle eines Falles der Polizei bei der Beobachtung eines bestimmten Fahrzeuges zu helfen. Also, von Verfolgung steht da wirklich nichts drin. Das heißt hier nicht verfolgen? Soll ich vielleicht nur in der Gegend rumgucken und aufpassen, dass da was vorbeikommt? Und wenn ich dann so ein Auto sehe, da soll ich mich nicht hintersetzen? Wie stellen die sich das eigentlich vor? Du kannst dich ja hintersetzen, du musst aber nicht. Und weil du nicht dazu gezwungen wirst, wird auch kein anderer für die Folgen aufkommen, wenn dir unterwegs irgendwas passiert, klar? Thank you.
Sieht ja ganz seriös aus. Früher war hier ein Lager für Möbelpolitur oder irgend sowas. Gehört einem holländischen Vertreter. Hast du deinen Pass vorzeigen müssen? Routinesache. Gehen wir mal. Geht's hier hin? Zweiter Ausgang. Sehr gut. Hab viel von dir gelernt. Hast du das besorgt? Aha. Sieht echt aus. Da drüben ist es. Wenn das morgen auch so ist? Ist nie anders gewesen. Hier ist immer was frei. Wir müssen also mit den Sachen über die Straße. Ja. Falls wir nicht verfolgt werden. Siehst du ein Risiko dabei? Eigentlich nicht. Komm, hol mir Marcel. Das mit der Ampel. Rot 35 Sekunden, gelb 3, grün 31. Wir müssen also präzise vorfahren, wenn grün beginnt und haben dann eine Zeitspanne von grün und rot. Genau eine Minute 9 Sekunden. Das müssen wir aber noch ein paar Mal üben. Meinst du, ich soll dieses Kleid mitnehmen? Auf jeden Fall. Und das Kleid im Military-Look, das würde ich auch einpacken. Ist das nicht mehr etwas für Teenager? Wenn du dich darin wohlfühlst. Oder meinst du wegen Willen? Er mag sehr gern. Ist Will mit deinem Wagen weg? Tja, Marcel, Charles und er sind nach Düsseldorf. In der Handelskammer gibt es einen Vortrag. Ein englischer Ingenieur spricht über Kohlenstaubfeuerungen oder so. Wie spannend. Hm? Aber heute Abend gehen wir ins Theater. Er war noch nie in Deutschland im Theater. Er interessiert sich aber auch wirklich für alles. Tja, an ihm ist so überhaupt keine Spur von Engstirnigkeit. Man spürt eben, dass er Ausländer ist. Wem, du musst schneller anfahren, so wie wir im Wagen sind. Gang drin lassen, komm gleich nochmal. Also los nochmal. Interpol hat uns diese Zeichnungen geschickt. So ungefähr sahen nach Zeugenaussagen die Täter aus, die den Überfall auf die Handelsbank gemacht haben. Da wir die Namen nicht wissen, können wir nicht viel damit anfangen. Na, einer heißt doch angeblich Flaten oder Flatten. Ich glaube, wir sollten das der Schutzpolizei weitergeben. Die Einzelheiten sind zwar dürftig, aber vielleicht
Man kann nicht wissen, haben wir trotzdem Erfolg. Ja, was Sie mir über diesen Elvis erzählt haben, der mit 100 Francscheinen bezahlt hat. Ja, ich weiß nicht, diese dumme Ausrede mit den Spielzeugmaschinenpistolen. Der Mann hat ein schlechtes Gewissen. Soll ich ihn noch mal vorladen? Das wäre wohl richtig. Sagen Sie ihm doch, wir haben herausgefunden, die 100 Francscheine, die er ausgegeben hat, würden aus der Banknotenserie stammen, die in Marseille den Tätern in die Hände fielen. Wenn er merkt, dass es um Kopf und Kragen geht, wird er vielleicht auspacken. Ich werde mich mit Elvis heute noch mal unterhalten. Kann ich die Bilder mitnehmen? Ja. Danke. Frau Lamers, bitte zum Diktat. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Wie meinst du das? Naja, nach der Oper geht man noch wohin. Sitzt gemütlich zusammen, geht nach Hause. Diese Schneiderin ist in Wilhelm verliebt. Und morgen soll die Sache steigen. Und Wilhelm ist müde. Ja. Er hat dir doch gesagt, dass er morgen früh nach Düsseldorf muss. Kannst doch gar nicht so lange dauern. Das hoffe ich. Kurz nach 8 hole ich die Tasche. 8.49 Uhr geht unser Zug. Wir fahren natürlich getrennt. Wie besprochen. Bis spätestens 10 Uhr muss Wilhelm den Wagen haben. Wird schon alles klappen, Charles. Wir wissen doch Bescheid. Man kann es nicht oft genug sagen. Denk an Mailand, denk an Marseille. Hier kommt das auf Sekunden an. Wenn man genau nach deinem Plan arbeiten, kann doch gar nichts passieren. Nein, dann nicht. Die Idee mit den Spielzeugpistolen, glauben Sie mir, Elvis, die war schlecht. Sie haben viel Fantasie, aber wir haben in Erfahrung gebracht, dass Sie mit Geldscheinen aus einer Serie bezahlt haben, die nicht ganz koscher ist. Und das ist gar nicht komisch. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass... Was Sie gesagt haben, weiß ich ganz genau. Aber wir wissen nun ein wenig mehr als Sie, und das ist Ihr Pech. Wann haben Sie Ihre sogenannten Spielzeugpistolen verkauft? Das ist alles, was ich heute Abend wissen will. Ich habe alles gesagt. Sie haben nicht alles gesagt. Alles habe ich gesagt. Alles, was wir wissen sollen, aber nicht alles, was wir wissen wollen. Elvis, ich mache Sie verantwortlich für alles, was passiert, wenn Sie uns heute Abend nicht die Wahrheit sagen. Gut. Ich habe eine Maschinenpistole verkauft. Na gut. Italienische? Italienische. An wen? An einen Franzosen. Name? Das weiß ich nicht. Wie sah er aus? Schwer zu beschreiben. Sah einer von denen so ähnlich aus? Sehen Sie gut hin. War es der? Oder der? Oder der? Der kann es gewesen sein. Welcher? Der. War es ein Franzose? Nein, ein Holländer. Name? Das weiß ich nicht. Haben Sie dem die MP verkauft? Nein, er hat mir nur das Geld gegeben. Verkauft habe ich die MP an den Franzosen. Wie heißt der Mann? Das weiß ich nicht. Aber Sie müssen sich doch an etwas erinnern. Ich erinnere mich nur an den Holländer, dem er das Geld gab. Am selben Tag? Am selben Tag. Wie haben sich die beiden angeredet? Der Franzose nannte den, dem er das Geld gab, Wilhelm. Gut, Charlie. Das hilft uns vielleicht ein bisschen weiter. Aber ich habe mir bestimmt nichts dabei gedacht, Herr Kommissar. Das war rein geschäftlich. Und deswegen müssen Sie Waffen verkaufen. Waffen, die dafür bestimmt sind. Also Gangster! Ach, damit habe ich nichts zu tun. Sie haben es aber mit Gangstern zu tun. Wahrscheinlich mit den Leuten, die in Mailand diesen Geldtransport ausgeraubt haben oder in Marseille die Handelsbank. Das habe ich nicht gewusst, Herr Kommissar. Wirklich nicht. Ich habe gedacht, es wären nur Liebhaber. Sowas gibt's doch, Leute, die Waffen sammeln. Ja, sowas gibt's. Charlie, ich glaube, Sie bleiben heute Abend mal bei uns. Vielleicht fällt Ihnen bis morgen früh noch was ein. Ich habe das Gefühl, Sie wissen mehr, als Sie uns sagen. Ich habe alles gesagt, alles. Ich gebe auch das ganze Geld wieder zurück. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Haben Sie aber, Charlie, haben Sie. Abführen. Achtung, Bahnsteige 2. Der Nacht der Verkehrszug nach Düsseldorf, planmäßig Abfahrt 8.49 Uhr, fährt in Kürze von Gleis 4 ab.
Lass das jetzt, auch später. Wie spät? 10:57 Uhr. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Bis jetzt? Ich habe ein gutes Gefühl. Dann kann ja nichts passieren. Was soll ich jetzt machen? Langsam fahren. Soll ich halten? Nein, fahr durch. Heute nicht. Zimmer 31, bitte. Zimmer 31 haben wir sofort. Die Schlüssel ist nicht da. Kann es sein, dass Sie ihn heute Morgen mitgenommen haben? Mitgenommen? Unsinn, ich habe ihn hierher gelegt. Ja, dann müsste er ja da sein. Also, was ist? Bekomme ich jetzt den Schlüssel oder nicht? Das ist ja nicht schlimm. Ich gebe Ihnen mal den Reserveschlüssel. Bitte, mein Herr. Kommst du noch mit nach oben? Nein, jetzt nicht. Du weißt doch, wir telefonieren nachher noch. Gut, ich rufe dich an, wenn du zu Hause bist. Vielleicht steckt der Schlüssel an der Zimmertür. Tür ist er nicht. Dann wird ihn das Zimmermädchen haben. Möglich. Was heißt hier möglich? Vielleicht hast du noch einen Wagen verloren. Sollen wir alles abblasen? Nein. Dann werde ich also morgen die Tapeten aussuchen.
Rauputztapete, ganz einfach, das mag Willem. Nur nichts Buntes, das passt nicht zu ihm. Da müssen aber auch andere Vorhänge in sein Zimmer. Das mache ich alles, wenn wir wieder zurückkommen. Hauptsache, die Tapezierer kommen. Und dafür werde ich schon sorgen, werde dich würdig vertreten. Willem wird sein Zimmer so vorfinden, dass er ans Ausziehen überhaupt nicht mehr denkt. Hoffentlich. Ja, ich finde, ihr passt sehr gut zusammen. Ja, findest du? Natürlich, sonst würde ich doch die Tapeten nicht besorgen. Ach, ich freue mich auf Kopenhagen. Ich finde, ihr solltet noch 8 Tage dranhängen. Ja, das geht leider nicht. Am 18. kommt eine englische Gruppe und die muss er durchs ganze Ruhrgebiet führen. Schade. Wir könnten eigentlich die Koffer schon runtertragen. Nein, das soll er machen. Man soll den Männern nicht alles abnehmen. Na, endlich. Ich kann gar nicht abwarten, bis ihr weg seid. Da werden Sie aber noch 24 Stunden Geduld haben müssen, Fräulein Helga. Was soll ich denn damit? Lass umwechseln. Jetzt noch? Die Bank ist zu. Du hast recht, ist kurz nach 4. Dann mach's morgen früh in Düsseldorf auf dem Hauptbahnhof. Na, für die Rückreise wird's reichen. Das reicht für mehr. Übrigens, wir kommen nicht mehr hierher zurück. Warum? Wir geben die Zimmer morgen früh auf. Und Willem wird den Wagen hier besorgen. Ich denke, du wolltest ihn noch anrufen. Ja, meld mir das Gespräch an. Mm-mm. Das machst besser du. Gut, gib mir die Nummer. 22374. Ja, 22374. Herr Ballieu, haben Sie schon gehört, wir fahren nicht nach Kopenhagen? Ja, das ist schade. So schönes Wetter heute. Naja, dann wird's morgen sein. Ja, ja, Willem hat morgen noch zu tun. Was kommt davon, wenn man mit einem Industriedolmetscher befreundet ist? Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Freund. Ja, hallo, Schal. Ja? Mhm. Ja, in Ordnung. Ja, wir fahren erst morgen. Ich muss vorher für Korte noch die Übersetzung für den neuen Prospekt fertig machen. Ja, aber dann geht's wirklich los. Leni sagt gerade, habt ihr nicht Lust, einen Sprung rüberzukommen? Geht leider nicht. Die fahren heute Abend nach Dortmund, wollen dann morgen gleich besichtigen. Schade. Leni ist ganz traurig. Naja, lässt sich nicht ändern. Wir sehen uns dann spätestens in 8 Tagen. Ja, wir machen dann eine große Fete. Mhm. Auf Wiedersehen. Wir schreiben Ihnen eine Ansichtskarte aus Kopenhagen. Tschüss. Die Kollegen von der Schutzpolizei haben den Schlüssel gestern in einem gestohlenen Wagen gefunden, der auf den Rheinwiesen sichergestellt wurde. Der Eigentümer von dem Wagen behauptet, er habe nie so einen Schlüssel gesehen. Also kann den Schlüssel nur derjenige verloren haben, der den Wagen widerrechtlich benutzt hat. Das ist anzunehmen. Und wo gehört der Schlüssel hin? Wir haben heute Morgen gleich das Hotel in Oberhausen angerufen. Wie der Portier sagt, fehlte der Schlüssel. In dem Zimmer wohnt ein Franzose, ein gewisser Ballieu. Da kann doch einer von den Kollegen in Oberhausen gleich noch vorbeigehen. Schon geklärt, ich schicke einen Mann vorbei. Ich kann nur sagen, der Kommissar Grosser ist ein hochanständiger Mann. Die haben mich am nächsten Morgen gleich rausgelassen. Aber wenn ich den rauskriege, der dem Kommissar erzählt hat, ich würde hier Waffen verkungeln, der kann sich auf was gefasst machen. Prost. Prost. Sag mal, wem hast du das denn alles erzählt, das da mit den Spielzeugpistolen? Sag mal, Willi, ist der Holthaus so dämlich? Oder tut er nur so? Das verstehe ich nicht. Ja, das mit den japanischen Spielzeugsachen war doch nur ein Trick von mir. Irgendwas muss ich denen doch sagen. Ja, was denn? Hast du tatsächlich MPs verkungelt? Ja, Willi, du bist vielleicht naiv. Du weißt doch genau, dass ich so ein paar Kanonen preisgünstig abgegeben habe. Das ist doch nicht strafbar. Die kann man in Rotterdam ganz legal kaufen. So als Souvenir. Tja, und ich habe eben ein paar Liebhaber dafür gefunden. Souvenir, Souvenir. Entschuldigung. Bitte? Ich möchte Herrn Ballieu sprechen. Dann sind Sie von der Düsseldorfer Kripo. Die haben heute Morgen schon angerufen. Nein, ich bin von hier. Aber der Herr Ballieu ist weg. Ganz früh hat er seine Rechnung bezahlt. Der Anruf aus Düsseldorf kam leider zu spät. Wissen Sie, wohin er abgereist ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass ihn jemand mit dem Wagen abgeholt hat. Haben Sie zufällig das Kennzeichen des Wagens erkannt? Das war ein Hamburger Wagen. Das konnte ich durch die Tür sehen. Aber die Nummer habe ich mir nicht gemerkt.
Königsallee 28, Julia Klöss. EW. An alle Wagen SB1. An alle Wagen SB1. Juwelier Klöss. Königsallee 28, Alarm. Verstanden. Ich wiederhole. An alle Wagen SB1. An alle Wagen SB1. Juwelier Klöss. Königsallee 28, Alarm. Verstanden. Drei Mann, Peugeot 404, Kennzeichen HH, NE 315. Danke. Düssel 4-10-4, kommen. Kommen, Düssel 10-4. Betrifft Raubüberfall, Juwelier Klöss. Es handelt sich hier um einen Peugeot 404. Mit dem Kennzeichen Heinrich Heinrich, Strich, Nordpol Emil, 315. An alle Wagen, betrifft Raubüberfall Juwelier Klöss. Es handelt sich um einen Tatwagen, Marke Peugeot 404. Insassen drei Personen, vermutliches Kennzeichen Heinrich Heinrich, Bindestrich, Nordpol Emil, 315. Fahndung aufnehmen, Düssel Ende. Es handelt sich um einen grauen Peugeot. Wir bitten um Mitfahndung. Richtig. Polizeialarm. Wichtige Durchsage an alle. Soeben Raubüberfall, Juweliergeschäft Klöss, Königsallee. Polizei bittet um Beobachtung des flüchtigen Wagens. Ich gebe Kennzeichen durch. Heinrich, Heinrich-Nordpol, Emil 315. Die Polizei bittet um Mitfahndung. Ende. Ja, da müssen wir jetzt mal aufpassen, ob wir so einen AHA-Wagen sehen. Vielleicht gibt es eine Prämie. Nee, da gibt es keine Prämie. Das ist nur so eine Vereinbarung, weil die Polizei zu wenig Streifenwagen hat. Also Sie fahren jetzt mit Zillig zur Königsallee, Grosser. Unterwegs werden wir sicher was erfahren. Wenn unsere Taxifahrer mitmachen, könnten wir Glück haben. Wenn die Sonntag nicht 3-2 spielen, da steigen die noch ab. Die kommen bestimmt nicht in die Bundesliga. Oder kommt ein Hamburger? Wieso? Aha. NE 315. Das ist er. Ich fahre hinterher. Ihr Taxi 287, der gesuchte Peugeot, ist eben über Burgplatz in die Bergerstraße eingebogen. Ich versuche dran zu bleiben. Ende. Hier Taxizentrale. Der gesuchte Peugeot HHNE 315 ist eben über Burgplatz in die Bergerstraße eingefahren. Ist eben über Burgplatz in die Bergerstraße eingefahren. Fahndung aufnehmen, Düssel. Ist das ein Taxi? Ja, harmlos.
Sie haben den Wagen auf dem Parkplatz der GFA geparkt und sind ausgestiegen. Sie gehen über die Straße. Es sind drei Männer. Einer trägt eine schwarze Reisetasche. Sie gehen in Richtung Germaniastraße. Fahre hinterher. Von Taxizentrale an Polizeizentrale. Der flüchtige Wagen wurde eben auf dem Parkplatz der GFA geparkt. Drei Männer, wovon einer eine schwarze Reisetasche trägt, gehen in Richtung Germaniastraße. Ende. An alle Wagen von Düssel, an alle Wagen. Die Täter haben den Wagen auf dem Parkplatz der GFA, Martinstraße geparkt und entfernen sich in Richtung Germaniastraße. Sofort zur Germaniastraße. Einer der drei Täter trägt eine schwarze Reisetasche bei sich. Sie verschwinden jetzt in einer Toreinfahrt, Germaniastraße 15. Ich wiederhole meine Durchsage. Die Täter sind jetzt in die Hauseinfahrt Germaniastraße 15 verschwunden. Nochmal. Vorsicht beim Einschreiten, Schusswaffe, vermutlich Maschinenpistole. Düssel Ende. So, das wäre der erste Akt. Zillig, wir gehen hinunter. Jakob, Sie sichern bitte oben durch. Zug nach Oberhausen geht 13:48. Schaffe ich für Krem. Leni wüsste, was in ihrem Wagen alles über die Grenze geht. Mhm. Würde sie Wilhelm sofort heiraten? Lass mal, das Mädchen ist ganz in Ordnung. Sentimental? Wie kommst du denn darauf? Das war's dann wohl. Wir sind da in keiner angenehmen Situation. Ja, das kann man wohl sagen. Da wird uns mangelnde Sorgfalt vorwerfen oder sowas Ähnliches. Irgendeine Zeitung wird es schon so bringen, dass an uns was hängen bleibt. Ja, ganz bestimmt. Frau Lamers, Sie können jetzt gehen. Wir gehen auch bald. Gute Nacht. Immerhin ist das Armband 85.000 wert. Was? 85.000? Ja. Das sind ja
Das wären 16 nagelneue Streifenwagen für uns. Alles haben wir abgesucht, alles. Die ganzen Fahrzeugpolster, unter den Fußmatten, überall, nichts. Das Ding ist 3 mm dick und 7 mm breit. Eigentlich hätte man es finden müssen. Also ich hab's bestimmt nicht. Aber ich hab den ganzen Schmuck in der Hand gehabt. Und ich auch. Na eben. Wir von der Kripo haben den Schmuck hierher gebracht. Also wird es heißen, auf dem Wege zum Polizeipräsidium verschwand ein Platinarmband mit Brillanten im Werte von 85.000 Mark. Und das ist sogar korrekt formuliert. Ja, immerhin haben wir ganz schöne Arbeit geleistet. Das wird man anerkennen. Man muss es anerkennen. Herr Doktor, Zillig und ich und die Kollegen von der Schutzpolizei und deren Kollegen, wir sind doch alle verdächtig. Wir waren doch alle im Keller. Wir brauchen doch nur zuzugreifen. Nein, 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 das war für 4,5 Millionen Schmuck. Da kann leicht was verloren gehen. Ganz leicht. Sicher, aber unter den Augen der Polizei, das kauft uns doch keiner an. Also ich mache jetzt Feierabend. Ja, wir bleiben auch nicht mehr lange. Gute Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Schreiben Sie sich morgen mal aus, Zillig. Schön wär's. Guten Abend also, bis morgen dann. Zillig nimmt das viel zu tragisch. Ja, Jung? Dann stellen Sie durch. Klöss meldet sich. Klöss jetzt? Guten Abend. Ja, ich höre. Ja? Na, also. Ist alles in Ordnung. Wunderbar. Wir waren alle davon überzeugt, dass ich das Ding wiederfinden würde. Gute Nacht und Dank für den Anruf. Es ist wieder da. Unser Armband. Zwischen zwei Vitrinen lag es. Vor einer Stunde hat es eine Angestellte gefunden. Na, dann sind wir ja aus dem Schneider. Ja, das muss ich schnell dem Zillig sagen. Der ist noch im Haus. Zillig! Hier Grosser, Zimmerleiter K. Zillig! Bitte verbinden Sie mich mit meiner Wohnung. Ich möchte mit meiner Frau sprechen. Darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute sehen Sie die Geschichte dieses Nummernschildes.
Tag zusammen. Na, Charlie. Na, Charlie, auch mal wieder hier? Ja, sind heute früh von Rotterdam gekommen. Immer noch Niedrigwasser. Haben ganz schön mithalten müssen, damit die Kähne nicht auflaufen. Drei kurze für uns und drei alte. Was trinkst du, Willi? So früh am Morgen trinke ich gar nichts. Dann rauch dir eine Zigarre auf meiner Rechnung, eine schöne Sumatra. Danke. Na, wie ist dir denn der Abend bekommen von der Woche? Och. Oh, du warst doch ganz schön blau, du. Der ist mir ganz schön gekommen. Oh, bitte. Übrigens, Charlie, ich habe noch was für dich. Ja, ist schon gut. Erstmal Prost. Prost, Charlie. Und da steht noch auf, Charlie. Ja, ja, das waren die Lokalrunden. Mindestens 9, du. So viel? Ja. Naja, 154 Mark. So viel Geld möchte ich auch mal versaufen können. Mensch, das ist aber viel. Ehrenwort, das ist kein Pfennig zu viel. Du warst mächtig in Stimmung damals und hast uns alle freigehalten. 20, 40. 40. Was ist das denn für Geld? Französisches. 100 Franc sind 80 Mark, 200 Franc sind 160 Mark. Ich lasse dir die beiden Scheine hier, die tauscht dir jede Bank um und 6 Mark machst du dabei plus. Naja, die sind dann für die drei kurzen und für die drei alt. Ja, so stimmt's dann. Prost. So, Charlie. Tja, dann will ich mal wieder gehen. Was willst du schon wieder gehen? Hab viel zu tun. Wollte nur meine Schulden bezahlen. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss, Charlie. Ob die echt sind? Na, und ob die echt sind, du. Der Charlie, der macht ganz schöne Geschäfte in Frankreich, in Holland und überall. Der hat eine ganz schöne Stange Geld verdient, du. Womit? Na. Natürlich, Grosser, kommen Sie gleich rüber. Ich diktiere Frau Lamers gerade die Statistik für das Innenministerium. Wir sind gleich fertig. Den Schlusssatz haben wir üblich. Anlagen, Monatsbericht über Kapitalverbrechen im Bereich des Landeskriminalamtes und so weiter und so weiter. Kommen Sie rein, Herr Grosser. Guten Morgen, Herr Doktor. Ah, was gibt's? Habt ihr eine ganz interessante Neuigkeit? Einer von unseren V-Leuten, dieser Holthaus, rief mich heute Morgen an. Ich habe mich vorhin mit ihm getroffen. Holthaus also war heute Morgen in einer Kneipe im Hafen. Da kommt doch dieser Karl Elfes herein. Elfes? Elfes? Ist das nicht dieser Charlie, der in die Sache Bauer verwickelt war? Richtig. Holthaus sagte, er wäre erfahren, dass Charlie in letzter Zeit gute Geschäfte mit Waffen gemacht hat. Er will wissen, dass Charlie MPs verkauft hat, die mit französischem Geld bezahlt wurden. Was uns dieser Holthaus bisher gebracht hat, hat doch meistens gestimmt. Eben. Deswegen bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen. Diese Meldung deckt sich doch mit unseren Informationen aus Neuss und Duisburg, die besagen, dass hier bei uns MPs unter die Leute gebracht werden. Soeben aus Brüssel eingelaufen. Wir sollten das alles mal mit Zillig durchsprechen. Tag, Willem, na? Du siehst gut aus. Hast du zugenommen? 4 Wochen Straßburg. Meine Mutter hat mich wieder mal verwöhnt. Hast du nicht mehr Gepäck? Habe ich aufgegeben. Hast du denn nichts mitgebracht? Doch, alles im Koffer. Du hast Nerven. Hast du Schwierigkeiten gehabt an der Grenze? Nein, nicht. Und wie geht es, Marcel? Gut. Seid ihr gut untergekommen? Marcel wohnt im Hotel und ich privat. Naja, du bist ja auch schon 4 Wochen länger hier. Und wo wohne ich? Ich habe dir ein Hotelzimmer bestellt. Gute Mittelklasse. Unauffällig. Gut. Dann rufen wir zuerst Marcel an und dann treffen wir uns mit ihm. Mhm. Also diese Meldung aus Brüssel gefällt mir gar nicht. Die Kollegen in Brüssel meinen also wirklich, dass die Bande, die vor 8 Wochen in Marseille die Handelsbank überfiel, sich nach hier abgesetzt hat. In Marseille waren es 3 Leute und die Brüsseler haben über Interpol erfahren, dass einer davon angeblich ein Holländer ist. Dieser Mann taucht unter 3 verschiedenen Namen auf. Einmal nennt er sich Zwarte Porte, dann wieder Flaten oder Flatten. Doch der Name Nessele kommt vor. Der Überfall in Marseille war jedenfalls generalstabsmäßig vorbereitet. Ich habe darüber einen Bericht gelesen und ich muss sagen, perfekt. Herr Grosser, ich denke daran, und das wissen Sie doch auch, dass die Kripo in Marseille nachweisen konnte, dass bei diesem Überfall MPs verwendet wurden.
Dieser Charlie hat angeblich MPs hier bei uns unter die Leute gebracht. Beim Lohngelderüberfall in Mailand waren es wie in Marseille ebenfalls drei Täter und ebenfalls MPs. Ja, ich weiß nicht, ob man daraus voreilig Rückschlüsse ziehen soll. Jedenfalls sollten wir uns auf irgendetwas vorbereiten. Meiner Meinung nach haben wir es hier mit ausgekochten Berufsverbrechern zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Gegend für solche Leute auch mal ganz interessant ist. Oder aber die Leute von hier imitieren die Überfälle von Mailand und Marseille. Schließlich haben die Zeitungen so ausführlich darüber berichtet, dass die Vermutung naheliegt. Ich werde jedenfalls heute noch Tacheles reden mit Charlie Elvis. Na, wenn er wirklich verkauft hat, braucht er uns ja nur die Namen zu nennen, an die er verkauft hat. Erzähle ich, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wenn diese Wachen tatsächlich von der Elfe stammen, dann stecken verschiedene Mittelsleute dahinter. Nein. So schnell werden wir der Sache nicht auf die Spur kommen. Vorausgesetzt, wir haben es wirklich mit internationalen Berufsverbrechern zu tun. Frau Lamers, trinken Sie auch noch eine? Gerne. Ja, danke, ja. Können wir noch drei Tassen Kaffee haben, bitte? Ja, ich setze sofort Wasser auf. Danke. Man müsste einfach mal durchdenken, wie könnte so ein Überfall bei uns aussehen? Und welche zusätzliche Vorkehrungen müssten wir treffen? Hallo, Charles. Schön, dass du da bist. Hatte fast schon Sehnsucht nach dir. Gute Reise gehabt? Ja. Ist das da Duisburg? Oberhausen. Duisburg ist da. Und da hinten ist irgendwo der Rhein. Wem hat gesagt, du hast schon was besorgt? Ja, war ein Gelegenheitskauf. Sehr preiswert. Idiot. Was hat er denn? Ich musste ihm doch sagen, dass du das Ding gekauft hast. Ich war ja gleich dagegen. Ich hab's doch nur gut gemeint. Wir haben doch die Waffen immer erst in letzter Minute besorgt. Wo sind denn die Dinger? In meinem Koffer. Maschinenpistolen im Hotel? Ihr seid wohl verrückt. Italienische MP-Schal war ein günstiges Angebot, deswegen hat er sie gekauft. Ich glaube nicht, dass er was falsch gemacht hat. Naja, ich kann den Kauf ja sowieso nicht mehr rückgängig machen. Aber in Zukunft weißt du Bescheid. Dafür läuft alles andere. Ich habe alles gut vorbereitet. Besser geht's gar nicht. Was machst du? Mhm. Ich lass mich überraschen. Gehen wir ein Stück, ist dir eine schöne, ruhige Gegend. Ja, wie ein Kurort. Um nochmal die Fahrzeuge zurückzukommen. Wenn wirklich was passiert, sehe ich keine Möglichkeit, dass einer unserer Wagen garantiert innerhalb von 30 Sekunden die Verfolgung der Bande aufnehmen kann. Ja, vorausgesetzt, der Wagen der Täter ist überhaupt bekannt. Ja, gut, nehmen wir einmal an, wir kennen die Nummer. Bitte nehmen wir das einmal an. Wir haben in Düsseldorf ungefähr 500 Funktaxis, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Das ist richtig, Herr Grosser. Die Taxis brauchen gar nicht die Verfolgung aufzunehmen. Sie brauchen nur ständig durchzugeben, wo sich das gesuchte Fahrzeug im Augenblick aufhält. Ja, theoretisch ist das möglich. Man müsste nur die Taxizentrale an unsere Funkleitstelle anschließen. Na, das werden die Kollegen von der Schutzpolizei schon hinkriegen. Setzen Sie sich doch mal mit denen in Verbindung. Wir hätten da mit einem Schlag eine ganz schöne Verstärkung. Ich werde mich sofort um die Sache kümmern, Herr Doktor. Ja, und ich werde den Leiter der Taxizentrale anrufen und ihm sagen, dass einer von uns vorbeikommt. Das muss doch langweilig sein, immer auf so einem Schiff. Der hat seinen Beruf und du hast deinen. Du, ich muss dir noch erzählen wegen heute Abend. Ah, ich kenne die Geschichte schon. Dann erzähl du sie doch. Ja, dann wissen wir gleich, was er behalten hat. Die Dame heißt Leni Möller, ist 34 Jahre alt, hat einen Modesalon, viertürigen Wagen, Baujahr 61, wohnt in der Lipperstraße 26 und ist nicht gerade mein Typ. Das spricht für die Dame. Aber Wilma hat sie rumgekriegt. Hat sie Zeit, mit dir nach Kopenhagen zu fahren? Ja, wir haben schon alles vorbereitet. Sie glaubt, dass ich Industriedolmetscher bin, 900 Mark im Monat verdiene, sie verdient vielleicht noch 1500. Wir machen selbstverständlich getrennte Kasse. Das ist sehr gut. Gerne. Hey, heute Abend stelle ich euch vor. Ich hoffe, ihr macht einen gut bürgerlichen Eindruck. Das mag sie nicht. Das liegt bei Marcel. Hm? Das war für heute die letzte Kundin. Kann ich dir was helfen? Wie du siehst, bin ich schon fertig. Wie du das wieder garniert hast, das könnte ich nie. Dafür kannst du andere Sachen, die ich wieder nicht so kann.
Die beiden sind also richtige Franzosen. Sprechen Sie denn auch Deutsch? Sie sind Lothringer, die sprechen alle Deutsch. Ein bisschen Französisch kann ich ja, aber nicht viel. Merci bien, merci beaucoup, à votre santé. Bemühe dich nicht, wie gesagt, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Und sind Sie auf Urlaub hier? Nein, Sie sind Techniker. Sie wollen sich hier umsehen, neue Verfahren kennenlernen oder wie man das nennt. Sie sind auf Einladung einer Firma hier, die Kessel für Industriemüllverwertung herstellt oder... Das hängt mit der EWG zusammen. Bleiben Sie für immer? Nein, nein, ich... 3 oder 4 Wochen, aber so genau weiß ich das nicht. Und wie heißen Sie? Ich kenne nur Ihre Vornamen. Marcel und Charles. So, und jetzt gehe ich mich umziehen. Beeil dich bitte. Hallo, Elvis. Guten Tag, Elvis. Na, wie geht's denn immer? Ach, Herr Grosser, was verschafft mir die Ehre? Ach, ich habe nur ein paar Fragen. Wenn ich Ihnen helfen kann, bitte. Wir haben da was läuten gehört, Charlie. Zigarette? Danke. Muss ja nicht stimmen, aber ich dachte mir, ich frage Sie gleich selbst. Fragen Sie. Ist es möglich, dass Sie in letzter Zeit MPs aus Rotterdam mitgebracht haben? Herr Grosser, Sie wissen genau, dass ich nach der Sache mit Bauer kein heißes Eisen mehr anfasse. Ich bin doch nicht blöd. Das hat ja auch keiner gesagt. Ich frage ja nur. Wissen Sie, Elvis, wenn wirklich jemand MPs kauft, dann gingen die irgendwo und irgendwie mal los. Das wollen wir verhindern. Und Sie sollten uns dabei helfen, dachte ich mir. Da sind Sie falsch gewickelt, Herr Kommissar. Mit MPs habe ich nichts zu tun. Sie müssen ja nichts damit zu tun haben. Vielleicht haben Sie sie nur weitergegeben. Oder Sie wissen, wer wem MPs weitergegeben hat. Tut mir leid, Herr Grosser. Diesmal kann ich Ihnen leider nicht helfen. Na gut. Trotzdem habe ich keine Veranlassung, Ihnen zu glauben. Sie haben uns schon mal reingelegt. Meine Telefonnummer kennen Sie. Vielleicht überlegen Sie sich's noch. Rufen Sie mich bis morgen an. Es passiert Ihnen nichts. Wir wissen, dass hier MPs weitergegeben wurden. Und wir glauben, dass Sie dahinter stecken. Das ist eine Verleumdung, Herr Kommissar. Kann leicht sein, dass wir sie mal holen lassen, damit sie beweisen können, dass sie die MPs nicht verkummelt haben. Aber es ist dann vielleicht schon zu spät, Charlie. Ich rate Ihnen, überlegen Sie sich das mal gut. Sie wissen, wo Sie mich erreichen können. An alle Düssel, Lerche, Kölner Landstraße 192. Zwei Täter wurden an K-Wache überstellt. Dritter Täter flüchtig. Beschreibung: 1,85 groß, blond, ovales Gesicht, blaue Augen, ungefähr 30 Jahre alt. Täter ist bewaffnet. Düsseldorf. Eben kam Lerche durch. Also Raubüberfall. Zwei Täter wurden durch die Schutzpolizei der K-Wache überstellt. Der dritte ist flüchtig. Präsidium. Die Sache lief gut für uns. Düssel 35 war gleich zur Stelle. Aber einer ist flüchtig. Der wird nicht weit kommen. Einer von denen hat bereits den Namen genannt. Es handelt sich um 3 Ausländer. Und die wollten also einen Tresor knacken. Wie viel waren drin? 92.000. Glauben Sie, dass dieselben Leute sein können, auf die wir uns in den letzten Tagen vorbereitet haben? 92.000 sind natürlich kein Pappenstiel, aber... Für Spezialisten vielleicht doch zu wenig. Ihr Freund scheint an Vitaminmangel zu leiden. Wie kommen Sie darauf? Macht er diesen Eindruck? Sie sehen ja nichts. Grünes ist vor ihm sicher. Unterschätzen Sie nicht. Er ist kein Vegetarier. Ich habe ihn auch nicht so eingeschätzt. Er ist ein ausgezeichneter Techniker und guter Kollege. Gefällt es Ihnen in Oberhausen? Es verspricht, ein netter Abend zu werden. Bei Leni ist es immer schön. Sie hat viel geschafft. Innerhalb von 2 Jahren hat sie sich den Modesalon aufgebaut. Alle haben ihr abgeraten, aber das Geschäft geht prächtig. Ich mag Leni sehr. Ich weiß. Trinken wir auf Leni. Na, wollt ihr beiden überhaupt nicht tanzen? Oh, dachte ich. Prost. A votre santé, wie man bei Ihnen sagt. Sie verwechseln mich, ich bin kein Franzose, ich bin Holländer. Herr Roland hat noch nicht einmal mit mir getanzt. Das lässt sich sicher nachholen. Außerdem kommen die beiden Herren jetzt öfter zu mir. Ich mache Übersetzungen für sie. Aber die sprechen doch sehr gut Deutsch. Wir sind aus Lothringen. Nur wenn es um technische Dinge geht,
muss ich Ihnen ein bisschen nachhelfen. Sie sind sehr fleißig. Oh, sehr ist übertrieben, aber von nichts kommt nichts. Ob ich wohl Herrn Roland mal zum Tanz auffordern darf? Und er wird aber eine Freude haben. Hey Marcel, sei nicht so faul, tanz mal mit Fräulein Helga. Darf ich bitten? Meine Damen und Herren, Sie jetzt aber Glück gehabt. Die Polizei bittet um Ihre Aufmerksamkeit für eine Durchsage. In den Mittagsstunden des heutigen Tages wurde ein Raubüberfall auf die Geschäftsräume einer Düsseldorfer Baufirma verübt. Zwei der Täter konnten gestellt werden, der dritte Täter ist flüchtig. Bei dem flüchtigen Täter handelt es sich um den österreichischen Staatsangehörigen Adolf Dvorak, 32 Jahre alt, 1,85 Meter groß, blond, ovales Gesicht, blaue Augen. Sachdienliche Mitteilungen nehmen alle Polizeidienststellen entgegen. Die Kriminalpolizei macht darauf aufmerksam, dass der flüchtige Täter bewaffnet ist. Ist der wie in Chicago? Das kann man wohl sagen. Was hier täglich in den Zeitungen steht, da kann man sich nur wundern. Ist bequem. Wie viel bezahlst du für das Zimmer? 18 Mark. Brauchst du Geld? Danke, ich hab noch. Muss es nur sagen, Wilma hat heute früh genug eingewechselt. Wo ist denn das Zeug? Da. Wer ist da? Ich habe Lenis Wagen und wir könnten irgendwohin rausfahren. Später. Und dann nehmen wir das hier mit. Sowas gehört nicht in ein Hotelzimmer. Ja, ist gut. Ich weiß auch, wohin damit. Und zwar? Ich kenne da einen alten Bunker am Bahndamm. Da kommt bestimmt keiner hin. Blödsinn. Gepäck auf Bewahrung am Hauptbahnhof. Ihr sollt keine scharfen Sachen trinken. Wenn alles vorbei ist, holen wir das in Kopenhagen nach. Nun erzählen Sie mal, Charlie. Was ist Ihnen in der Zwischenzeit eingefallen? Unser Gespräch da gestern am Schlepper. Das ist mir doch an die Nieren gegangen. Nur nicht gleich übertreiben, Charlie. Doch, doch, Herr Kommissar. Ich weiß genau, dass ich nur Bewährung habe. Und wenn Sie mich im Verdacht haben, Mahlzeit. Was können Sie mir also sagen, dass Sie nicht mehr verdächtig sind? Das ist ganz einfach. Mit den MPs. Das stimmt. So, das stimmt also. Und an wen haben Sie die MPs verkauft? An einen Kirmesmann in Bingen. Wieso Kirmesmann? Ja, der verkauft sie in seiner Bude. 300 Stück habe ich ihm geliefert. Hier kosten die Dinger im Einkauf 45 und ich habe sie ihm so für 4 Mark abgegeben. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Charlie? So was tue ich nicht, Herr Grosser. Ich habe Ihnen gleich mal so ein Ding mitgebracht. Konnte ich in Rotterdam preisgünstig kaufen, stammen aus Japan. Spottbillig. Lassen Sie den Quatsch. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie nur Spielzeug-MPs verkauft haben. Doch, das haben natürlich welche gewusst und ich habe sie auch überall erzählt. Und manche haben geglaubt, das wären echte MPs gewesen. Und dann gibt es welche, die wollen mir was anhängen und haben gesagt, der Charlie macht jetzt in Waffen. Man hat überall seine Feinde, Herr Kommissar. Und einer von denen hat es Ihnen zugetragen. Und das ist noch einer von Ihren japanischen Spielzeug-MPs? Nee, die habe ich mir heute Morgen besorgt, um Ihnen zu zeigen, wie so ein Ding aussieht. Charlie, ich habe so das Gefühl, Sie wollen mich wieder mal reinlegen. Nein, Herr Kommissar. Ich wollte Ihnen doch bloß helfen. Ihr seid also einverstanden? Ja, ich finde auch. Nicht in der Hauptverkehrszeit. In Marseille war es aber am Nachmittag. Fand ich nicht schlecht. In Düsseldorf ist das anders. Nach den Vorbereitungen, die Wilhelm getroffen hat, wird die Sache so aussehen. Anfahrt gegen 11 Uhr. Wilhelm bleibt im Wagen. Wir haben höchstens eine Minute Zeit. Eine Minute? Ist nicht viel. Das müssen wir noch üben. Was? Anfahren, aussteigen, reingehen, rauskommen, einsteigen, abfahren. Meinst du? Also der Ampelrhythmus muss noch genau festgestellt werden. Vormittags, die wechseln ja öfter die Schaltzeit. Sobald wir mit dem Wagen über die erste Kreuzung sind, sofort in den normalen Verkehr einordnen. Genau 50 fahren. Es muss so normal aussehen wie nur möglich. Aha. Ich habe ausgerechnet, bis zum Parkplatz brauchen wir mit allen Umwegen ungefähr 11 Minuten. Und wenn kein Platz frei ist? Da ist immer was frei. Und wenn doch keiner frei ist? Bist du so lange rumkurven, bis einer rausfährt? Ich werde mir den Platz morgen selbst noch ansehen. Dann kann ich dir auch gleich den Lagerraum zeigen. Gut.
Wir werden also morgen den ganzen Tag in Düsseldorf sein. Marcel wird die Ampeln beobachten und feststellen, wie viele Wagen im Durchschnitt zwischen 11 und 11.30 Uhr vorbeikommen. Wir sehen uns die anderen Plätze an und dann entscheiden wir, ob die Sache übermorgen steigt oder erst in einer Woche. Wäre schon ganz gut, wenn es übermorgen klappt. Ich möchte die Urlaubsreise nicht gern verschieben. Das Mädchen wird sonst sauer. Das wäre auch kein Malheur. Moment, Moment. Wenn die Urlaubsfahrt platzt, das wäre sehr schlecht. So ein Transportmittel für die Ware findet sich so schnell nicht wieder. Es muss eben übermorgen klappen. Wenn Marcel dann über Wien nach Kopenhagen fliegt, könnten wir zu gleicher Zeit dort sein. Vorausgesetzt, du kriegst deinen Anschluss in London. Daran zweifle ich nicht. So, und du bringst die MP jetzt weg. In 10 Minuten ist Schluss. Ihr könnt jetzt aufhören, damit Gertrud noch aufräumen kann. Ich bin gleich soweit. Wir müssen noch durchsprechen, was nächste Woche zu tun ist. Fahren Sie nun wirklich übermorgen nach Kopenhagen? Ja, übermorgen. Ich freue mich schon sehr. Diese 8 Tage werden mir sehr gut tun. Sie haben auch mindestens 2 Jahre keinen Urlaub mehr gemacht. Tja. Also, am Montag kommt Frau Kästner. Ich habe ihr schon gesagt, dass Sie die Anprobe machen. Am Nachmittag holt sich Frau Direktor Stein ihr Kostüm ab. Sie wird es noch mal überziehen, aber ich glaube, da gibt es keine Beanstandung. Am Dienstag und am Mittwoch, da ist eigentlich niemand vorgesehen. Ach, bitte denken Sie doch daran, dass am Montag, wenn der Tapezierer kommt, dass er zuerst das Zimmer von Herrn Fladen macht, damit die Tapete trocken ist, wenn er wieder zurückkommt. Ja. Okay. Also nehmen wir mal an, du verfolgst da irgendeinen, dir passiert was. Kann das sein, oder? Wer kommt denn dafür auf? Du natürlich. Aber ich bin ja sozusagen dienstlich unterwegs, im öffentlichen Interesse. Bevor die nicht ein zweites Merkblatt herausgeben, kommt das für mich überhaupt nicht in Frage. Das sollen die erstmal grundsätzlich klarstellen. Da steht auch von Verfolgung gar nichts drin. Da steht nur, dass die Taxifahrer gebeten werden, im Falle eines Falles der Polizei bei der Beobachtung eines bestimmten Fahrzeugs zu helfen. Also, von Verfolgung steht da wirklich nichts drin. Was heißt hier nicht verfolgen? Soll ich vielleicht nur in der Gegend rumgucken und aufpassen, dass da was vorbeikommt? Und wenn ich dann so ein Auto sehe, da soll ich mich nicht hintersetzen? Wie stellen die sich das eigentlich vor? Du kannst dich ja hintersetzen, du musst aber nicht. Und weil du nicht dazu gezwungen wirst, wird auch kein anderer für die Folgen aufkommen, wenn dir unterwegs irgendwas passiert, klar? Sieht ja ganz seriös aus. Früher war hier ein Lager für Möbelpolitur oder irgend sowas. Gehört einem holländischen Vertreter. Hast du deinen Pass vorzeigen müssen? Routinesache. Gehen wir mal. Wo geht's hier hin? Zweiter Ausgang. Sehr gut. Hab viel von dir gelernt. Hast du das besorgt? Aha. Sieht echt aus. Da drüben ist es.
Wenn das morgen auch so ist? Ist nie anders gewesen. Hier ist immer was frei. Wir müssen also mit den Sachen über die Straße. Ja. Falls wir nicht verfolgt werden. Siehst du ein Risiko dabei? Eigentlich nicht. Komm, holen wir Marcel. Das mit der Ampel. Rot 35 Sekunden, gelb 3, grün 31. Wir müssen also präzise vorfahren, wenn grün beginnt und haben dann eine Zeitspanne von grün und rot. Genau 1 Minute 9 Sekunden. Das müssen wir aber noch ein paar Mal üben. Meinst du, ich soll dieses Kleid mitnehmen? Auf jeden Fall. Und das Kleid im Military-Look, das würde ich auch einpacken. Ist das nicht mehr etwas für Teenager? Wenn du dich darin wohlfühlst? Oder meinst du wegen Willen? Er mag sehr gern. Ist Will mit deinem Wagen weg? Tja, Marcel, Charles und er sind nach Düsseldorf. In der Handelskammer gibt es einen Vortrag. Ein englischer Ingenieur spricht über Kohlenstaubfeuerungen oder so. Wie spannend. Hm? Aber heute Abend gehen wir ins Theater. Er war noch nie in Deutschland im Theater. Er interessiert sich aber auch wirklich für alles. Tja. An ihm ist so überhaupt keine Spur von Engstirnigkeit. Man spürt eben, dass er Ausländer ist. Wem, du musst schneller anfahren, so wie wir im Wagen sind. Gang drin lassen, komm gleich nochmal. Also los nochmal. Interpol hat uns diese Zeichnungen geschickt. So ungefähr sahen nach Zeugenaussagen die Täter aus, die den Überfall auf die Handelsbank gemacht haben. Da wir die Namen nicht wissen, können wir nicht viel damit anfangen. Na, einer heißt doch angeblich Flaten oder Flatten. Ich glaube, wir sollten das der Schutzpolizei weitergeben. Die Einzelheiten sind zwar dürftig, aber vielleicht, man kann nie wissen, haben wir trotzdem Erfolg. Ja, was Sie mir über diesen Elvis erzählt haben, der mit 100 Francscheinen bezahlt hat. Na, ich weiß nicht, diese dumme Ausrede mit den Spielzeugmaschinenpistolen. Der Mann hat ein schlechtes Gewissen. Soll ich ihn noch mal vorladen? Das wäre wohl richtig. Sagen Sie ihm doch, wir haben herausgefunden, die 100 Franc-Scheine, die er ausgegeben hat, würden aus der Banknotenserie stammen, die in Marseille den Tätern in die Hände fielen. Wenn er merkt, dass es um Kopf und Kragen geht, wird er vielleicht auspacken. Ich werde mich mit Elvis heute noch mal unterhalten. Kann ich die Bilder mitnehmen? Ja. Danke. Frau Lamers, bitte zum Diktat. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Wie meinst du das? Naja, nach der Oper geht man noch wohin. Sitzt gemütlich zusammen, geht nach Hause. Diese Schneiderin ist in Willem verliebt. Und morgen soll die Sache steigen. Und Willem ist müde. Ja. Er hat dir doch gesagt, dass er morgen früh nach Düsseldorf muss. Kannst doch gar nicht so lange dauern. Das hoffe ich. Kurz nach 8 hole ich die Tasche. 8.49 Uhr geht unser Zug. Wir fahren natürlich getrennt. Wie besprochen. Bis spätestens 10 Uhr muss Willem den Wagen haben. Wird schon alles klappen, Charles. Wir wissen doch Bescheid. Man kann es nicht oft genug sagen. Denk an Mailand, denk an Marseille. Hier kommt das auf Sekunden an. Wenn wir genau nach deinem Plan arbeiten, kann doch gar nichts passieren. Nein, dann nicht. Die Idee mit den Spielzeugpistolen, glauben Sie mir, Elvis, die war schlecht. Sie haben viel Fantasie, aber wir haben in Erfahrung gebracht, dass Sie mit Geldscheinen aus einer Serie bezahlt haben, die nicht ganz koscher ist. Und das ist gar nicht komisch. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie gesagt haben, weiß ich ganz genau. Aber wir wissen nun ein wenig mehr als Sie und das ist Ihr Pech.
Wann haben Sie Ihre sogenannten Spielzeugpistolen verkauft? Das ist alles, was ich heute Abend wissen will. Ich habe alles gesagt. Sie haben nicht alles gesagt. Alles habe ich gesagt. Alles, was wir wissen sollen, aber nicht alles, was wir wissen wollen. Elvis, ich mache Sie verantwortlich für alles, was passiert, wenn Sie uns heute Abend nicht die Wahrheit sagen. Gut. Ich habe eine Maschinenpistole verkauft. Na gut. Italienische? Italienische. An wen? An einen Franzosen. Name? Das weiß ich nicht. Wie sah er aus? Schwer zu beschreiben. Sah einer von denen so ähnlich aus? Sehen Sie gut hin. War es der? Oder der? Oder der? Der kann es gewesen sein. Welcher? Der. War es ein Franzose? Nein, ein Holländer. Name? Das weiß ich nicht. Haben Sie dem die MP verkauft? Nein, er hat mir nur das Geld gegeben. Verkauft habe ich die MP an den Franzosen. Wie heißt der Mann? Das weiß ich nicht. Aber Sie müssen sich doch an etwas erinnern. Ich erinnere mich nur an den Holländer, dem er das Geld gab. Am selben Tag? Am selben Tag. Wie haben sich die beiden angeredet? Der Franzose nannte den, dem er das Geld gab, Will. Gut, Charlie. Das hilft uns vielleicht ein bisschen weiter. Aber ich habe mir bestimmt nichts dabei gedacht, Herr Kommissar. Das war rein geschäftlich. Und deswegen müssen Sie Waffen verkaufen. Waffen, die dafür bestimmt sind. Also Gangster. Ach, damit habe ich nichts zu tun. Sie haben es aber mit Gangstern zu tun. Wahrscheinlich mit den Leuten, die in Mailand diesen Geldtransport ausgeraubt haben oder in Marseille die Handelsbank. Das habe ich nicht gewusst, Herr Kommissar. Wirklich nicht. Ich habe gedacht, es wären nur Liebhaber. So was gibt's doch, Leute, die Waffen sammeln. Ja, sowas gibt's. Charlie, ich glaube, Sie bleiben heute Abend mal bei uns. Vielleicht fällt Ihnen bis morgen früh noch was ein. Ich habe das Gefühl, Sie wissen mehr, als Sie uns sagen. Ich habe alles gesagt, alles. Ich gebe auch das ganze Geld wieder zurück. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Haben Sie aber, Charlie, haben Sie. Abführen. Planmäßige Abfahrt 8:49 Uhr, fährt in Kürze von Gleis 4 ab.